Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Ist delicious. Hey Leute, was geht ab? Und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu FIFA 21 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hatte euch am Samstagabend gefragt, was für eine Challenge wollen wir am Ostermontag machen? Es gab schon wieder so viele Kommentare, so viele geile Challenges. Aber am Ende muss ich mich halt für eine entscheiden und ich fand bei dieser Challenge, die heute hier dran ist, ich fand die Bestrafung da mit am geilsten. Ne? Die Challenge muss geil sein, aber auch die Bestrafung zählt aus meiner Sicht auch mit rein, weil wenn ich die Challenge nicht schaffe, gibt es natürlich auch immer eine Bestrafung. Und ich habe mich für diese Challenge entschieden vom Guest. Also der YouTube-Kanal heißt Guest oder ja, Gast auf Deutsch übersetzt, Jungs. Ne? Englisch-Profi, Dönitz am Start. Er hatte nämlich kommentiert, die Biene Maria Challenge 2.0. Du musst im Top-Transfer-Event mit dem ersten Team, also mit Özil und Maja, solltest du es nicht in diesem Spiel schaffen, 3 Tore mit Maja zu schießen, musst du die 20-Uhr-Folge eine Woche lang im Biene Maja-Kostüm aufnehmen. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Und ich blende euch jetzt hier mal von Amazon, ich habe schon nachgeguckt extra, weil hätte es da irgendwie kein geiles Kostüm gegeben, hätte ich es nicht gemacht. Aber ich habe bei Amazon extra nachgeguckt und da gibt es was ich dann wahrscheinlich so kaufen würde, sollte ich hier heute die Challenge nicht schaffen. Also ich mache jetzt gleich einen Top-Transfer 1 gegen 1 Spiel mit Maja, mit dem Team von Maja. Und ich muss 3 Tore mit Maja machen. So, jetzt ist die Frage, ist das Team mit Maja? Das ist das Team mit Maja. Das ist der Mittelstürmer da. Biene Maja. Ich finde, Biene Maja passt auch zu Ostern. Ne? Ich kann gerade auf Maja nicht raufklicken. Ich wollte ihn gerade eigentlich hier groß machen, dass wir die Karte genau sehen. Aber ich klicke rauf, aber es passiert nichts. Also mit Maja muss ich 3 Tore in diesem 1 gegen 1 Spiel machen. Sollte ich die 3 Tore nicht schaffen, kaufe ich mir das Biene Maja Kostüm. Und das gibt dann eine Woche lang ja nicht nur das Biene Maja Intro. Das gibt es ja sowieso jeden Tag. Herzlich willkommen zur 20 Uhr Folge. Absolut geil. Am Anfang hatte ich echt gedacht, oh, wieso muss ich jetzt so ein Biene-Maja-Intro machen? Aber mittlerweile, Leute, feiere ich das Biene-Maja-Intro. Das gehört zur 20-Uhr-Folge dazu, wie es einfach die 20-Uhr-Folge auch gibt. Die 20-Uhr-Folge hat ja auch mehr Tradition als manch anderer Fußballverein. Jetzt habe ich lange rumgeschnackt. Wir gehen rein in die Challenge. Wir gehen rein ins 1 gegen 1 Spiel. Jetzt ist das direkt das entscheidende Spiel. Ich habe keinen zweiten Versuch. Dieses Spiel zählt. 3 Tore mit Maja und inshallah, der Gegner ist kein guter 1 gegen 1 Spieler. Ich hau direkt Angriff rein, weil es ist alles oder nichts. Ich muss einfach 3 Tore machen. Es steht nicht da, dass ich gewinnen muss. Ich muss einfach nur in Anführungsstrichen 3 Tore machen. Die coolen. Das ist ein Deutscher. Die coolen? Och, bitte. Der schwitzt doch jetzt garantiert auf... Und was macht er denn da? Er schießt uns aus? Er hat gedacht, das ist versus Angriff wahrscheinlich, ne? Das denke ich auch manchmal, wenn ich 1 gegen 1 spiele. Dass es versus Angriff ist und dann baller ich den direkt nach vorne. So, die ersten Minuten. Ja, kann ich noch nicht so richtig einschätzen, ob das jetzt ein guter Gegner ist oder noch nicht so ein guter. Maja ist das. So, mit Maja muss ich dranbleiben. Aber so nicht. So nicht. Maja, bleibt vorne, bitte. Nicht hinten nach hinten arbeiten. Ach du Kacke. Ja, moin, Sebastian Haller. Sebastian Haller, 0-1. Ich könnte schon wieder ausrasten. Mein innerer Ausrastpol, der steigt gerade an. Der steigt gerade an. So, da ist Maja. Jawohl. Maja, ich gehe einfach mit dem Kopf durch die Wand. Mit dem Kopf durch die Wand mit Maja. Maja, Maja, Maja. Nein, er wird abgeblockt, der Schuss. 20. Minute, das kann doch nicht sein hier. Und der macht einen Pass und ist durch mit seinem Dembele. Was ist das denn für ein Kack? Ja, Mann, hier abgeschlossen Training. Nein, jetzt nicht. Habe ich keine Zeit, du. Habe ich keine Zeit. Ja, wieso nehme ich eigentlich solche Challenges immer, ne? Wieso nehme ich immer 1 gegen 1? Ich bin nicht gut im 1 gegen 1. Und ich nehme jedes Mal, das ist auch lost von mir, ne? Das ist auch lost von mir, ey. 30. Minute und noch gar nichts geschissen hier, Alter. Ich könnte schon wieder gerade ausrasten, ne? Das war jetzt gut gespielt und Maja ist der in der Mitte. Maja ist der in der Mitte. Flanke auf Maja. Oh, Maja an den Pfosten. Ja, Badutski. Ach, es ist so frech, Mann. Ich sehe mich schon im Biene-Maja-Kostüm.
Ihr könnt jetzt aber nicht erwarten, dass ich direkt morgen das Biene-Maja-Kostüm habe. Ich muss es erst bestellen. Also es dauert ein, zwei Tage, dann ist es da. Aber wenn es da ist, dann zählt der erste Tag, seitdem es denn da ist. Also sollte es Mittwoch ankommen, dann zählt Mittwoch die erste 20-Uhr-Folge. Und dann ziehe ich dieses Kostüm jeden Tag dann an. Aber noch haben wir eine Halbzeit. Noch haben wir eine Halbzeit. Mann, ey, das kann nicht sein, ey. Der schießt an den Pfosten. Hätte Maja das Tor reingemacht. Ich sag euch, dann wäre ich wieder zurück im Spiel gewesen. Aber jetzt in einer Halbzeit drei Tore, das ist schon... Ja, absolut frech ist das. Absolut frech. Komm, Flanke auf Maja, Flanke auf Maja. Und Maja, setz doch deinen Kopf ein. Setz doch deinen Schädel ein. Raus da. Ja, jetzt fange ich das rein. Guck mal, er schlägt einen Ball lang. Er schlägt einen Ball lang und ist sofort durch mit Dembélé. Was ist das? Der schlägt einen Ball komplett raus und ist sofort durch mit Dembélé. Das ist da. Leute, ich könnte ausrasten hier. Ich könnte ausrasten. Was ist das? Junge, wenn ich einen Ball lang schlage, dann ist die Abwehrkette da hinten. Ja, da guckt ihr euch das an. Das ist doch... Frechheit. Mann. Die hat da hier, zack. King, wahrscheinlich noch abseits, ne? Ne, kein Abseits, ganz unten ist er. Ja, über den Wolken. Da schwört Maja so grenzenlos rum. Und die Biene Maja. Und ich sehe mich im Biene Maja-Kostüm schon. Das war's, komplette Rino. Ja, ja. Da ist Maja. Maja, einmal drehen. Maja, einmal drehen. Maja mit dem Schuss. Maja. Ja. Ganz stark, Maja. Ganz stark, Maja. Ach, Leute, es ist verkackt. Ich werde in den letzten 20 Minuten jetzt niemals im Leben drei Tore mit Maja machen. Maximal das allerhöchste der Gefühle ist ein Tor mit Maja. Und eins hätte ich ja machen können, wäre ich bei zwei gewesen. Hätte Fahrradkette, ich hab's nicht gemacht und somit habe ich die Challenge verkackt und somit sehen wir uns demnächst im Biene-Maja-Kostüm. Das war's wirklich komplett, Alter. Boah. Jetzt wieder, morgen wieder 20 Uhr Folge mit Biene-Maja-Kostüm aufnehmen, gar keinen Bock. Ich muss es aber erst bestellen. Ich bestelle es jetzt direkt hier, nachdem ich die Folge aufgenommen habe und dann dauert es ja noch ein, zwei Tage, je nachdem. Ich weiß nicht, ob es direkt von Amazon war. Die Produkte, wenn es direkt von Amazon ist und Amazon Prime, dann ist es eigentlich relativ schnell da bei mir. Ich habe nämlich Amazon Prime. Ja, das war's, Jungs. Das war's. Wir haben's verkackt. Da ist nochmal Maja. Na, Maja, machst du nochmal dein Ehrentreffer? Maja? Dein Ehrentreffer? Nee, er schießt an den Pfosten. Ganz ruhig, Dönitz. Ganz ruhig. Du hast es verkackt. Du hast es verkackt. Nice. Okay, Jungs, zur Beruhigung. Spiele ich jetzt nochmal ein Spiel, aber ich spiele mit dem anderen Team. Und ja, das ist die Challenge ist vorbei. Das Spiel, was ich jetzt mache, mache ich einfach nur, um halt die Verhandlungspunkte zu bekommen. Es zählt nicht für die Challenge. Die Challenge haben wir verkackt. Biene Maja Trikot, sage ich schon fast hier. Biene Maja Kostüm ist bestellt. Und wieso finde ich jetzt keinen Gegner hier? EA. Ey, mach doch sowas nicht heute mit mir. Mach doch sowas nicht heute mit mir. Ey, guckt euch das an. Ich finde keinen Gegner. Ich finde keinen Gegner. Möchte denn keiner mit Dembélé spielen? Dann spiele ich einfach nochmal mit Özil. Dann spiele ich nochmal mit Maja. Wahrscheinlich mache ich jetzt drei Tore mit Maja. Ja, und ich finde sofort einen Gegner. Perfekt. Das kann nicht sein. Möchte ja hier wirklich keiner mit Özil spielen? Ich finde eigentlich so das Team mit Özil hier und mit Maja sogar besser. Weil ich Özil einfach geil finde. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wirklich... drei Tore mit Maja machen sollte, ne? Dann raste ich aus. Dann raste ich hier wirklich komplett aus. Quiz. Ich möchte einfach nur gewinnen, um die Verhandlungspunkte zu bekommen. Um das Spiel abgehakt zu haben für heute. Und mal schauen, ob wir das hinkriegen. Wir gehen rein, ja? Zweites Game. So. Ja, der Gegner ist schon viel schlechter. Ich merke das schon. Ich merke das schon. Der ist viel schlechter. Kappa. Kappi, Mappi. So, Flappi, Flubbidi, Flappidi, Flapp ist wieder am Start. Flubbidi, Flappidi, Flapp. Flubbidi, Flappidi, Flapp. Ah? Dembélé, oh, das hat er gut gespielt jetzt nach oben, da oben.
Jawohl, Mandrogao, oder wie der heißt, Gommis, und da ist er. Maja nimmt Özil mit, Mesut Özil hat jetzt Platz, Mesut Özil. Der Ball kommt irgendwie auf die Jatta verliert die Kugel, holt sich die Kugel wieder. Die Jatta. Und der Keeper hält ihn. Ich war eben schon wieder Maja fixiert, ich wollte auf Maja spielen, aber es bringt ja nichts hier. Da ist Maja. Ja, perfekt. Perfekt, Digga. Nee, Jungs, also ich sag da nichts zu. Es ist besser, glaube ich, so. Es ist, glaube ich, besser so, dass ich dazu nichts sage. 1-0, Maja. 20. Minute. Das wäre ein Traumstart für die Challenge gewesen. 20 Minuten gespielt, erstes Tor Maja. Nee, und im ersten Spiel, wo es ankommt, schießt einfach nur immer ans Aluminium. El-Sharawi. Ei! Was ist das denn hier? Junge! Ja! Guck dir an, was ich da für Tore kassiere. Ich schieb den neuen hier. Den April-Scherz Smiley. Der liegt da am Boden. Fest sich ans Knie. Unglaublich. Unglaublich. Also heute am Ostermontag habe ich absolut kein Glück. Muss man einfach so sagen. Skodran Mustafi. Ich finde auch lustig, ne? Schalke holt sich Skodran Mustafi, leiht ihn aus, um einen guten Innenverteidiger zu haben. Und dann ist er nicht mal beim Schalke-Spiel dabei, aufgrund von schlechten Trainingsleistungen. Ja, moin. Das muss man erstmal verstehen. Ne? So, Özil, komm. Abfahrt nach vorne auf Diatta. Und in der Mitte, ich sehe ihn schon wieder. Wenn der jetzt wieder ein Kopfballtor macht, ne? Dann hätte ich wirklich hier zu viel gesehen. Ich muss das zweite Spiel hier gewinnen, Mann. Ansonsten bin ich komplett gebrochen. Also, let's go. Let's go, Kolasinac. Setz dich durch da. Du hast Körper. Gomez, Flanke auf Maja. Maja mit dem zweiten. Nein, Leute. Nein. 50. Minute und Maja hat jetzt zwei Tore. Ich kann nur noch drüber lachen. Oh mein Gott, King geht durch und Maja ist wieder in der Mitte. Und da ist er. Und Maja macht das dritte. Nee, Jungs. Das kann. Ich schüttel dir nur den Kopf, Jungs. Ich werde dazu jetzt nichts sagen. Wir sehen uns in den nächsten Tagen mit dem Biene-Maja-Kostüm. RIP. F in den Chat. F in die Kommentare. Wenn es hier heute nicht... Also ich bin wirklich sauer, wenn es hier heute keine 500 Kommentare gibt mit F. Und heute ist Spam erlaubt, Jungs. Ihr müsst aber aufpassen, wenn ihr ein paar öfters... Wenn jeder zweimal, dreimal F kommentiert, dann reicht das aus. Weil wenn ihr irgendwie zehnmal kommentiert, dann kann es sein, dass ihr als Spam... gemeldet werdet und dann sind die Kommentare alle weg von euch. Also zwei, dreimal ist in Ordnung. Zack. Ey, wenn Maja jetzt noch das vierte macht, ne, dann weiß ich auch nicht. Und da geht Maja. Und er könnte jetzt das vierte machen mit dem Finesse. Und er macht das vierte. Biene Maja macht vier Tore in einem Spiel und im ersten Spiel haut er einfach die Bälle an den Pfosten. Das kann man keinem erzählen. Wenn man diese Story, wenn man diese Geschichte bei X-Faktor erzählen würde, da würden alle sagen, diese Geschichte ist nicht wahr. 10 Minuten sind sogar noch. Oh mein Gott, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich den Ball bekomme. Ich hätte direkt schießen können. Aber ich habe nicht gewusst, dass ja, der den Ball so kurz spielt und deswegen direkt auf Maja wirft, das Ding. Belastend, egal. Es ist ja sowieso nur für mich das Spiel. Es ist ja nicht für die Challenge. Außerdem, wenn es eine Challenge wäre, hätte ich die Challenge ja schon jetzt erfolgreich absolviert und Maja ist auf dem Weg zum fünften. Aber, ja, perfekt, Digga. Ja, einfach, Leute, guckt euch dieses Lucky Tor an. Guckt euch dieses verdammte Lucky Tor an, ne? Ich mache 5 Tore mit Maja. Im ersten Spiel 0. Leute, ich kann nicht mehr.
Ich bin jetzt raus. Das war's für die heutige 20-Uhr-Folge. Das ist zu krank. Was heute passiert ist, kann mir keiner erzählen. Das ist wirklich... No, nee, 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 nee. Ich bin raus, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ja, Tschüssikowski, ne? Ciao.